Das wollte ich als Kind werden. Ich wollte auf gar keinen Fall in einem Büro sitzen. Was ich dann geschlussfolgert habe, war, dass Bauingenieure nicht im Büro sitzen, und bin dann tatsächlich auch Bauingenieur geworden und habe das jedenfalls studiert, bin jetzt aber irgendwie nicht Bauingenieur geworden langfristig. Hat sich anders entwickelt. Der beste Rat meiner Mutter. Der beste Rat meiner Mutter, und der bewahrte sich immer wieder, war: Hab immer ein Taschentuch dabei, Junge. Lustigerweise war ich neulich mit Julia Jeckel zum Beispiel wieder in London, und was passierte? Sie fragte mich: Arne, hast du ein Taschentuch dabei? Und ich hatte wieder ein Taschentuch dabei. Das ist einfach super. Ich habe unterschätzte Talente als? Ich habe unterschätzte Talente als Koch, würde ich sagen, tatsächlich. Ich habe neulich zum Beispiel wieder wunderbare Spare Ribs gemacht. Das war ganz hervorragend, und meine Kollegen, und die waren alle sehr überrascht, dass ich doch so gut kochen kann. Meine heimliche Schwäche. Meine heimliche Schwäche ist leider Rotwein, wenn man ehrlich ist. Ich schrecke da nicht davor zurück, jeden Tag ein Glas Rotwein zu trinken. Mein Vorbild als Medienmacher? Mein Vorbild als Medienmacher, ich glaube, derjenige, der mich tatsächlich beeindruckt, ist nicht wirklich ein Medienmacher, aber Richard Branson finde ich schon wirklich außergewöhnlich, was der geleistet hat. Immer wieder Marken neu zu kreieren oder zumindest Businesses neu zu kreieren, immer wieder was Neues auszuprobieren, was auch teilweise weit weg ist von seinem Kerngeschäft. Und dann auch nicht nur eben Business im Kopf zu haben, sondern auch immer tatsächlich jetzt gerade auch Umweltbelange im Kopf zu haben, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Insofern ist das einer meiner Vorbilder, insbesondere auch von der Unternehmerseite. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Mit diesem Spruch würde ich für mich selbst werben. Ich würde wahrscheinlich sagen, alles ist möglich, man muss es halt nur ausprobieren. Das ist das, was ich immer wieder versuche. Gerade in den letzten Tagen habe ich wieder was geschafft, glaube ich jedenfalls bei Bertelsmann, was ich selber nicht gedacht hätte und nicht für möglich gehalten hätte noch vor 4 Monaten. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Ich würde mich nicht so gut fühlen, wenn jemand sagen würde, um ehrlich zu sein, er war ein schlechter Vater. Das wäre schade. Ich habe 3 Kids und ich würde mir wünschen, dass die irgendwie froh sind, mich als Vater zu haben. Und businessseitig würde ich wahrscheinlich traurig sein, wenn jemand sagen würde, er hat immer irgendwie alles viel versucht, aber hat nichts richtig auf die Kette bekommen. Das wäre nicht so schön. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.